Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Star Wars Jedi Survivor. In der letzten Episode haben wir einen kleinen Hindernisparcours hinter uns gebracht. Und jetzt geht's nach oben, wo ich einen Bosskampf jetzt gleich mal erwarte. Ja, und da ist auch der Safe Point. Okay. Schauen wir mal, Fähigkeiten. Lichtschwert. Zwei Schwerter. Was haben wir da? Drücke LB unmittelbar vor Blasterbolzen trifft. Lass ein bisschen genau dann los, wenn ein Gegner trifft, um einen noch vernichteten Folgeangriff auszuführen. Oder Macht. Kannst maximal Macht erhöht sich. Der erste Griff gegen Feinde unter dem Einfluss von Verlangsamen hebt Verlangsamen Effekt nicht auf. Scheiße. Ich brauche 3 Punkte für das. Nee, will ich auch nicht. Verwirrter Geist. Nee. Gehen wir mal zurück zu Lichtschwert. Parierstange, was haben wir da? Nee. Alte X, um einen einzelnen Schlag mit hohen Schaden auszuführen, für den aber lange ausgeholt werden muss. Ja, machen wir das mal. Okay. Schauen wir mal, was das bringt. Moment. Wolltest du was kennen? Was denn? Ah, hier. Hier auch? Ah, das sind sogar Kollegen. Die werden wir vermutlich gleich besuchen. Jedi, du bist fast schon zu spät. Ich warte im Kontrollturm auf dich. Komm zu mir, wenn du dazu in der Lage bist. Was ist das? Erstmal sorry für den Alarm im Hintergrund. Was mache ich mit den Dingern? Okay. Hallo. Oh, geil. Der Angriff ist ja mal mega. Na? Richtig. Geil. Okay, das ist geil. Was haben wir hier oben? Komm, hoch. Wie jetzt? Ich komme da jetzt nicht hoch. Okay, geht doch. Oh, nice. Wahrnehmung. Bis jetzt war kein Test erfolgreich. Dagon Gara glaubt fest daran. Dann spürt er etwas, das ich nicht spüren kann. Holy shit. Autsch, das hat wehgetan. Hilf mir, hier! Aua. Komm, geh drauf. Geil, Fähigkeitspunkt. Oh, da haben wir wieder was mit der schwarzen Masse. Die ich erstmal so nicht wegkriege. Ja, shit. Ja. Ah, Moment mal. Hey, da war jetzt gerade was mit untersuchen.
ist mit Kobo-Materie geflutet. Sollte man sich ansehen, oder? Ja, aber wo kriege ich die Kugel her? Dein Kick Auftritt, mal. BD. Ah. Komm ich da einfach rüber? Ich vertraue dir es nicht. Das Eindämmungssystem hat versagt. Entdeckung. Was passiert, bin ich? Ja. Das hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Da komme ich nicht weiter. Da ist keine Kugel drin. Ah. Ach so. Moment. Kann ich... Das ist nicht die Lösung. Wie kriege ich diese Kugel da raus? Vor allem das da hinten müsste halt mal eins nach oben. Komm nochmal her. Kann ich dich irgendwie da hinten drauf platzieren? Ja, komm. Cool. So, irgendwie. Ja, komm. Schnell. Nein. Fuck, ich war zu langsam. Aber ich glaube, das ist the way to go. Nee, Spiel, du musst erstmal nichts sagen, weil ich glaube, ich hab's. Komm, 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 komm. Hä? Triff ich da nicht, oder was? Komm, irgendwie so. Ey, das gibt's doch nicht. Okay, ich schau mir das jetzt mal an, wenn ich die Kugel da hinschieß, was dann passiert. Ohne dass ich jetzt nochmal runterlaufe. Die fliegt wieder runter. Was soll ich denn das machen? Ey, das gibt's doch nicht. Mann. Da bringt's ja auch nichts. So schnell bin ich halt einfach nicht. Was ist die Lösung für das Ganze? Gespielt, willst du mir vielleicht doch einen Tipp geben? Oben, glaube ich, kann ich auch... Moment mal, ich schau mal, noch, ob ich oben noch irgendwie was machen kann. Nee, da war nichts. Da ist der Save Point, da ist das Ding, was zu ist. Da gibt es ja auch keine Steuerung. Was muss ich hier tun? Ist auch vielleicht irgendwo eine Spalte oder so, die ich übersehe? Nee. Das Ding lässt sich halt nicht bewegen. Und die Macht halten, werde ich da hinlaufen? Oder sobald ich es dann nicht mehr sehe, geht es dann weg? Nein, das funktioniert. Was ist, wenn ich dich jetzt kurz da hinten platziere?
Naja, ich kann es dann da nicht mehr greifen. Vielleicht ist es mit dem Rübergehen gar nicht mal so eine schlechte Idee. Naja, komm hier mal. Und jetzt? Ist jetzt wieder noch... Sie ist wieder nach unten geflogen. Das kann es doch nicht sein. Nein! Fuck. Es kann doch nur das sein, dass ich die Kugel da irgendwie auf das Teil darauf bringen muss. Kann ich halt auch nicht weiter rüber. Ja. Okay. Ich stehe hier gerade ein bisschen an... Oder was ist, wenn ich das... Moment mal. Was ist, wenn ich dich da hinten hochschieße? Geht nicht. So ein Scheiß. Hier ablegen kann ich dich auch nicht... Wieso geht immer runter? Okay. Liebe Leute, ich frag mal Dr. Google. Ich bin gleich wieder für euch da. Okay, da bin ich wieder. Und ich war tatsächlich gar nicht mal so falsch mit meiner Taktik. Man muss hier die Kugel nehmen, auf diese Plattform hinlegen, dann hier rüber gehen. Und die Kugel nochmal nehmen und jetzt hier hinlegen. Darauf achten, dass ihr da doch wirklich reinrollt. Und schnell hier rüber. Und dann eigentlich die Kugel nehmen. Aber wie gesagt, da muss man dann halt schnell sein. Jo, probieren wir es nochmal. Okay. Yes, und jetzt haben wir es. Wunderbar. Und einmal da rein. All diese Geräte auf Karte. Geil. Wurden sie hier hergestellt? So, hier haben wir jetzt. Warte mal, wie komme ich denn jetzt da nach oben? Meinst du, das Gerät, das wir in den Felsnadeln gefunden haben, hilft uns hier? Du kriegst das hin, oder BD? Jetzt mal. Okay, warte. Erstmal machen wir das hier auf der Seite frei. Okay, und dann fahren wir hier mal nach draußen. Hierauf geht's irgendwie nicht. Okay, jetzt schnell nach oben. Schneller, schneller, schneller. Komm jetzt. Nein, 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 nein. Ah, fuck. Ach so, Moment mal, das hat schon gereicht. Ah. Geil. Secret, secret, secret. Einmal hacken, bitte. Hacken Rüdiger. Cool. Ja, Geilomatico. Hier hinten noch was? Nö. So.
auch nichts mehr. Und hauen wir mal hier rauf. Okay. Nice. Sonst noch irgendwas hier? Glaub nicht, ne? Na gut. Lass uns nachsehen, was Cree vorhatte. Ja, Moment. Scan. Was kann ich mit den Dingern machen? Oder kommt das irgendwie später erst? Ich ignoriere das erstmal. Ausruhen wäre eigentlich nochmal eine geile Sache gewesen. Interagieren. Santari. Dagon, was habt ihr getan? Was ich tun musste. Stopp! Wollt ihr nicht, was ich will? Warum sonst habt ihr den Rat getäuscht? Ihr habt euren Weg verloren. Ergebt euch. Und gemeinsam werden wir eine Lösung finden. Kommt mit mir. Dafür ist es zu spät. So viel Verzweiflung, Centauri. Tenelor. Ihr fühlt, wie es euch entgleitet. Meine Verzweiflung gilt euch. Durch Tenelor habt ihr euch verändert. Das gleiche gilt für euch. Geht mir aus dem Weg. Nein. Dann muss ich allein gehen. Santari. Ein Sanitätsdruide, schnell! Und bereitet einen Bagdad-Tank vor! Ja, da wissen wir mal, wie das passiert ist. Was hast du gefunden? Technologie der Hohen Republik. Funktioniert mit meinem Greifhaken. Das könnte uns helfen, am Turm hochzuklettern. Halte und lasse das Ethelus, um dich an Ballons heranzuziehen und dann wieder wegzustoßen. Hat er erst recht. Probieren wir es mal aus. Alles Klärchen. Es funktioniert. Auf zu Ravis. Was halte LT, um kurzzeitig auf einen Ballon zu springen und dich festzuhalten? Zieh. Okay. Also halten. Ja, natürlich habe ich das verkackt. Ah, ich konnte das wie ein bisschen steuern. Das ist aber praktisch. Okay, mehr von denen. Lass mich raten. Oh, was haben wir? Achso, nee, da sind wir hergekommen. Wo muss ich eigentlich hin? Probier mal was aus. Hier doch oben? Das war schon mal nicht so schlecht. Warum sollte ich da rüber? Nee, das. Hier kann ich rüberlaufen. Ach, da. Ah, okay, I see. So. Okay. Strahl ist öf. Ach, jetzt bin ich gerade. Ja, okay.
Nice. Und tschüss. Dieses Terminal wird warten müssen. Mann. Ah, jetzt kann ich da drüben weiter. Okay. Oh, da lang. Nice. Ah, das macht schon irgendwie Spaß. Das gefällt mir. Knapp. Yes, jetzt gibt's Bosskampf und ich glaube, ich werde draufgehen dabei. Braves. Jedi. Wieso habt ihr die Anlage aktiviert? Es ist viele Jahre her, seit ich zuletzt einen Jedi tötete. Wieso habt ihr die Anlage? Hab dich verstanden. Vor langer Zeit besiegte mich Deggan im Kampf. Er erwarb meine Treue. Wir kämpften Seite an Seite, bis die Jedi ihn verraten haben. Es bedurfte viele deines Ordens, um mich zu besiegen. Und dennoch entehrten sie mich. Sie verweigerten mir den Kriegertod. Über Jahrhunderte ließen sie mich in einem Käfig verrotten. Und so scheinen unsere Schicksale verwoben zu sein. Der Verfall deines Ordens ermöglichte mir die Flucht. Und doch hat sich nichts geändert. Du bist nach wie vor Dagens Diener. Zeit schmälert keinesfalls meine Loyalität. Ohne einen Kodex dienst du nur dir selbst. Wo ist der Kompass, Ravis? Ich schulde dir gar nichts! Jedi! Wenn du Wissen von mir willst, wirst du dafür kämpfen müssen. Also können wir da nicht nochmal drüber reden? Oh fuck. Das ist ein schöner Kampf. Holy shit. Oh, Scheiße. Aua, das zwirbelt. Holy shit. Bitte, stimmt zu mir. Autsch. Holy shit. Ah, fuck. What the fuck? Seit 200 Jahren! Dann will ich dich nicht enttäuschen. Alter, der hat schon wieder... Der hat jetzt... Alter! Ich brauch was, Kumpel! Wir sind noch nie fertig! Fuck! Dieser Kampf ist ein Schicksal!
Schicksal besiegen. Ja, okay, das war wohl nix. Ah, geil. Ich muss da viel mehr... Wo bin ich? Nee, muss ich jetzt da wieder... Muss ich jetzt da wieder rauflaufen? Och, Mann. Okay, liebe Leute. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Ich bin gleich wieder für euch da. So, da wäre ich wieder. Dann geht's weiter. Bosskampf, die zweite. Ja, also zweitens irgendwie nochmal Spawnpoint da oben machen können. Das wäre praktischer gewesen. Und doch. Wir gehen jetzt mal auf das hier. Alla. Ja. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Jo. Na komm her. Komm. Fuck. Okay. Finishing move. Okay, kostenlose Heilung. Ah, vielleicht doch. Große Bombe. Fuck. Nein. Diesmal nicht. Wird nicht ausreichen. Fuck. No. Okay. Phase 2. Wo er halt leider noch schneller ist. Ja, komm, überspringen. Wir haben das schon gesehen. Fuck. Nein. Durch eine Klinge ist stärker als jeder. Ja, das hat gezwirbelt. Stimmt. Komm her. Fuck. Ah, geht halt voll auf die Scheiße. Yes! Komm! Ich ergebe mich. Was? Ihr habt euch bewährt. Wo ist der Kompass? Santa Requis Observatorium, wie Deccan vermutet hatte. Ich habe den Weg frei gemacht. Er ist schon unterwegs. Ich habe euch besiegt. Kämpft mit mir. Gemeinsam können wir Deccan die Stirn bieten. Nein, werde ich nicht, Jedi.
Nach all den Jahrhunderten träume ich noch immer von Tennelor. Ich hatte gehofft, es wiederzusehen, aber das wird nicht passieren. Ravis! Dagon Gera steht euch im Weg. Ihr müsst das nicht tun. Nur einer von euch wird Tennelor erreichen. Jedi, gewährt mir meinen Kriegertod. Jetzt! Wir sollten gehen. Ja, es wäre natürlich geil gewesen, wenn... Oh, er ist weg. Wenn er natürlich mit uns gekämpft hätte. Aber andererseits hat er auf diesen Kriegertod schon die ganze Zeit gewartet. Ja, gut. Neuer Bonus. Aber wenigstens habe ich es jetzt endlich geschafft. Fehlt ja nur noch ein großer. Muss ich das? Grace, kannst du mich hören? Ja, ich weiß nicht, was du getan hast, aber diese Warnschott-Ruinen haben es ziemlich eilig zu verschwinden. Der Landeplatz ist frei. Ich lande die Mantis jetzt. Verstanden. Okay. Wir warten auf dich, Kleiner. Was ist denn das jetzt wieder für eine schräge Parcoursübung? Okay. Vielleicht hatte Ravis recht. Dagon hat sich vom Jedi-Kodex abgewandt. Sehen wir jetzt an. Verzehrt von seiner Besessenheit mit Tennelor. Worin unterscheidet sich das von dem, was wir tun? Mach dir keine Sorgen. Danke für deine Hilfe. Boah, wenn die sehen würden, was wir hier machen. Okay, und hier runter. Wunderbar. Das erste, was wir hier mal tun werden, ist erstmal safen und ausruhen. Wobei aus, ja, wäre zwar nicht wirklich nötig, aber wir tun's. Einmal ausruhen und Schnellreise zum Schiff. Dankeschön. Bist du von einem Blaster? Hol dir ein Trostpflaster. Komm zu Pyle und Salon. Jetzt auf dem zerstörten Mond. Hey, Sian, er ist nicht tot. Wie geht's dir, Kleiner? Kerl. Hast du etwa ins Feuerwanzennest gestochen? Ravis ist tot. Das erklärt es. Okay, lass mich raten. Zurück nach Kobo? Ja, ich denke schon. Hey, Jetpack, kannst du mir hier mal helfen? Ja. Dieser Ort macht mich fassungslos, Kerl. Sei vorsichtig. Sie hat ja wirklich damit gerechnet, dass sie jetzt mit uns redet. Oder willst du es jetzt tun? Nicht jetzt. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Mhm. Okay. So, ja, dann wieder zurück nach Kobo. Wählen wir unser Ziel. Ja, schaut. Ein paar mehr Planeten wären geil. Hier hinreisen. Halt. Dankeschön. Kurs auf Kobo. Ah, jetzt bin ich natürlich alle da vorne. Soll ich unser Outfit nochmal anpassen? Wobei, eigentlich gefällt es mir ganz gut. Keiner sagt was. Na gut. Na komm, lass mich hinsetzen. Hallo.
Mich hinsetzen. Sonst gehe ich mal kurz zur Werkbank nach hinten. Ich brauche einen Moment. Okay. Du grübelst. Schon wieder. Kannst du meine Gedanken lesen? Es ist kein Jedi-Trick. Ich bin nur aufmerksam. Auf dem zerstörten Mond sah ich, wie Dagon Santari konfrontierte. Er war so sehr von Tenalor eingenommen, dass er völlig seinen Weg verlor. Erinnert mich an meinen Kampf gegen das Imperium in den letzten Jahren. Ich möchte einfach nicht wie er enden. Du bist ziemlich stur. Doch es ist nicht Ehrgeiz, der dich antreibt. Ich verstehe nicht, warum sie seine Veränderung erst erkannte, als es zu spät war. Sie träumten gemeinsam. Sie litten gemeinsam. Man erwacht nicht so einfach aus einem gemeinsamen Traum. Treibt dich das um? Dich selbst zu verlieren? Ja. Ein wenig. Solltest du je vom Weg abkommen, führen wir dich zurück. Habt ihr gesehen, wie matschig die Texturen da ganz am Anfang gewesen sind? Schaut's mal an, wer da ist. Na du? Jetzt ein bisschen größeres Schiffchen, ne? Hallo und Saloon auf... Ach, wisst ihr was? Wir gehen mal schnell in Hallo und Saloon rein. Wir mal den Tank ansehen. Wir gehen am besten oben rein, das geht schneller. Und dann den zweiten Teil von der Geschichte. So, bitte einmal rein. Komm, lass mich rein. Dankeschön. Ah, also gut, was ist los hier? Nice. So, einmal nach oben. Ja, Fischtank schaut schon besser aus. Geh mal schnell auf die andere Seite. So, interagieren. Tank schaut du sauberer. Okay. Nice. Und wer bist du? Du bist neu. Ist das wahr? Du hast den Raiders den Droiden wieder abgejagt? Ich glaube, wir sind einander noch nicht begegnet. Oh Mist, tut mir leid. Hab dich überfallen wie ein Rocker. Ich heiße Har. Bin schon länger hier als alle diese Grünschnäbel. Außer Doma und Gulu. Und Guido und die alte Tor natürlich. Aber die ist... Mist, jetzt fange ich schon wieder an. Kerl, richtig? Genau. Das ist BD. Verdammt schön, euch beide kennenzulernen. Verdammt schön. So, Dre. Also, Story. Wo wart ihr? Ach ja. Wegen meines enormen Angeltalents wurde ich zu der geheimnisvollen Undan geführt. Ich sehe es noch vor mir.
Der kleine Skuva wird in die schwarzmäulige Höhle geschoben. Da war eine kaum zu erkennende Gestalt, die im Mondlicht glitzerte. Ich schrubbte mir die Augen, wie ein alter Matrose das Deck. Und da war sie. Eine enorme Kreatur. Große Tentakel ragten aus ihrem Speck, wie Kabel aus einem Treibstofftank. Ein Tentakel zuckte in die Luft, knapp über meinem Kopf und zack! Genau auf den Schädel, wurde mir erzählt. Ich stolperte aus der Höhle wie eine Landratte beim ersten Besuch auf Deck. Aber noch etwas passierte. Ich glaube, als der Tentakel mich traf, hat Un dann etwas direkt aus meinem Gehirn genommen und etwas anderes hineingesteckt. Sie hat etwas in dein Gehirn gesteckt? Ei, Junge, die große Kunst des Fischfangs, die Kunst der Konzentration. Und in der Dunkelheit, mit allein den Borsten auf deinem Kinn als Gesellschaft, ist diese Konzentration sehr wichtig. Von diesem Tag an, jedes Mal, wenn ich die Angel ins eisige Wasser warf, fing ich immer einen Fisch. 3 von 7 Mal. Das ist weniger als die Hälfte. Mein Dorf sagte, ich werde alle vor der großen Fischknappheit retten. Ich ahnte ja nicht, dass schon bald die Grapnel an unserer Küste anlegen würde. Ich nehme an, das ist was Schlechtes. Vielleicht, Junge. Vielleicht auch nicht. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Na, er ist mir echt sympathisch. Ich mag den. Okay, wir gehen mal in unseren Unterschlupf rein und werden da mal speichern. Und werden dann schon mal in die Nähe... Komm rein, setz dich an die Bar. Ja, später. Und gehen wir in die Nähe von dem Ziel hin, wo wir hin müssen. Hier schaut auch nicht immer alles gleich aus. Mit dem gleichen Essen. Sehr gut. Da wären wir daheim. Wunderbar. Meditieren. Ich muss meinen Geist frei machen. So, wir machen Schnellreise nach da hinten, so wie es aussieht. Bergaufstieg. Ah, dahin. Okay. So, komm mal. Da kommen wir ja jetzt hier durch. Okay, also der nächsten Episode geht es wohl hier den Berg hoch. Spannend. Cool, cool. Also, liebe Leute, wir sind schon mal wieder an der Zeit. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Wenn ihr ganz wild drauf seid, da haben wir sogar Kanalmitglied und dann seht ihr die ganzen Episoden im Vorhinein. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.